Gehen wir wieder. Ne, warte. Zu wem müssen wir, wenn wir den einberufen wollen? Oder war es doch er? Wir schauen mal kurz. Ah, du schon wieder. Was gibt's? Haha, ich habe 10.000 Spaßpunkte. Wow, Glückwunsch. Zu dumm, dass die Ältesten gerade mit Serviceproblemen in der Chill-Out-Zone zu kämpfen haben. Aber keine Bange. Sobald sie die Fehler beseitigt haben, bekommst du deine Audienz. Und dann gibt es auch frischen Zupfkuchen. Ein bisschen weniger mal. Wer wird denn gleich rot werden? Wie meinen? Du hast Scharlachhaut. Du leidest unter Hydrantenpigment. Du bist rot wie ein Pölser. Oh je, wie peinlich. Korrekt. Schäm dich. Mal angenommen, jemand hätte Ronnys Datenbank gelöscht. Wäre das sehr schlimm? Keine Sorge, mein Junge. Das kann nicht passieren. Da müsste ja jemand vorsätzlich im Computerkern einbrechen und die Festplatte manipulieren. Ja, wer? Und so dumm ist nun wirklich niemand. Mach das nicht. Oder so waghalsig gerissen und tollkühn. Nein, ich meinte schon dumm. Immerhin würde er riskieren, ganz Elysium zu zerstören. Ach, halt die Schnauze. Ja, genau. Danke für... Keine Uhr. So, in der Chill-Out-Song gibt's Probleme. Dann checken wir das mal aus. Jo. Kommst du jetzt endlich mit? Nein, meine Massage ist noch nicht beendet. Irgendwas scheint mit den Robo-Bediensteten nicht zu stimmen. Igitt, eine Massage. Tut das wirklich Not? Ja, aber keine Bange. Von einem Streichholzmännchen wie dir würde ich mich eh nicht massieren lassen. Deine Hände sind viel zu zierlich. Sofort! Heißt das, du kommst endlich mit? Falsch! Meine Rückenhaare müssen erst noch gewachst werden. Das ist nicht dein Ernst. Sehe ich so aus, als würde ich Späße machen? Ja. Zumindest wie etwas, was ich mal im Zirkus gesehen habe. Ich meine, Wachs haben wir ja dabei. Die sind zwar wachsig, aber doch lange nicht wachsig genug. Wie wär's dann mit? Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Haut. Wie kann das nicht wachsig genug sein? Was ein Schwachsinn. Hast du Durst? Nein. Mein Körper... So, was ist hier so? Ein Drink. Ein Mixer. Ein König. Vor allem ein Drink und ein Mixer. Für einen Cocktail braucht man mindestens 2 alkoholische Zutaten. Und eigentlich auch ein Schirmchen. Aber da will ich heute mal nicht so sein. Jetzt haben wir 2 Drinks. Mit einem Fisch drin, okay. Oh Gott, Agathe. Ich kann den Drink nicht in den Mixer schütten, solange mich dieser alkoholabhängige Fisch mit seinen niedlichen Junkie-Augen anglupscht. Halte durch, kleiner Tackleberry Finn. Ich mixe dir ein neues Heim. Und es wäre doch gelacht, wenn dabei nicht auch noch ein Drink für den alten Knacker da vorne rausspringt. Ein Rätsel, okay. Nein, stopp! Tackleberry Finn darf nicht in den Mixer. Nein, Tackleberry Finn. Und jetzt müssen das also irgendwie leer bekommen. Okay. Nein, Tackleberry Finn darf nicht in den... Wir sind ja so nah dran, ne? Ich wusste doch, dass er mir einen Bartender verloren gegangen ist. Ein Bartender? Warum nicht? Ein 4 Centiliter Drink. Hier, bitte sehr. Ein komplett fischfreier Drink. Sache. Ich wusste, es würde sich auszahlen, dass ich mich persönlich um dieses Problem kümmere. Du hast überhaupt nichts gemacht. Was sitzt du hier rum? Ich habe 10.000 Spaßpunkte und verlange meine Audienz.
Oh, Gratulation. Aber ich bin hier gerade unabkömmlich. Irgendetwas stimmt mit den Gastrobots nicht. Den Gästen wird Essen und Trinken in geselligem Ambiente versprochen. Aber das Essen ist ungenießbar. Schau her. Genau, und in den 4CL-Drinks schwimmen Fische. Naja, solange das nicht mehr. Diese Probleme nicht beseitigt sind, hat meine Anwesenheit hier oberste Priorität. So, das ist jetzt Chefsache. Recht so. Entferne diese Monstrosität aus meinem Blickfeld, bevor es noch die anderen Gäste sehen. Solange hier nicht wieder qualitativ hochwertige Speisen serviert werden, bleibt diese Lokalität geschlossen. Ich meine, wie wär's denn mit... Es ist ja schon irgendwie, also... Da hat's für meinen Geschmack schon mehr als genug Fleisch. Die sind zwar wackelig. Na dann. Ich kann ja euch mitnehmen. War das ein Nein oder ein Ja? Dafür braucht man ein Nein. Nein? Ja? Kommst du jetzt mit? Achtung, Achtung, eine wichtige Durchsage. Der 10.000 Spaßpunkte-Horizont wurde durchbrochen. Stellen Sie sofort alle Streichelaktivitäten ein und... Gib dir keine Mühe. Es hat sich vorerst ausgestreichelt. Irgendetwas scheint mit der Tierdatenbank wirklich nicht zu stimmen. Das System will mir einfach keinen Streifen. Zobel mehr ausspucken. Wie sollen sich die armen Bürger ihren Alltag versüßen, wenn es keine Streifenzobel zu streicheln gibt? Ernsthaft? Welche armen Bürger denn? Ich sehe außer dir keinen. Kein Wunder. Es gibt ja auch keine Streifenzobel, die man streicheln könnte. Was für ein Desaster. Wow. Ich kann nicht mal die Tiere mitnehmen, um damit irgendwas zu machen. So. Vitatring. Noch irgendwas? Bei euch so? Riesenmaden abgeworfen. Nein, danke. Alles, was wir... unsere Liebe. Gibt's hier noch was? Ein Schalter, der nichts macht. Festplatte. Können wir am Computer noch was machen? Irgendwie war auf dem Bildschirm vorher mehr los. Das liegt daran, dass das Verzeichnis mit dem Gencode gelöscht wurde. Aber keine Sorge, die Datenbank lässt sich ratzfatz wieder auffüllen. Du musst die Tiere einfach nur wieder einzeln einscannen. Und wo bekomme ich die Tiere her, wenn sie gelöscht worden sind? Du musst es ja nicht sofort machen. Das hier ist Elysium. Du musst gar nichts tun, was du nicht willst. Hurra! Das klingt gut. Und hiermit lässt sich die Gendatenbank wieder auffüllen? Genau. Leg einfach ein bisschen DNA unter den Scanner und... Hui! Ab geht die Luzi! Das DNA. Ohne mich hier als Gott aufspielen zu wollen. Aber brauchen wir wirklich Maden in unserem neuen Genpool? Ja. Speichelwaran. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Okay. Hatte Spaß, Vogel. Und die können wir jetzt überall reinstecken. Ich stecke gerne Sachen irgendwo rein. Ja, genau das, was du jetzt denkst. Wie du widerst mich an. Was passiert jetzt? Oh. Wo ist er jetzt hin? Hallo. Hat das was gebracht oder war es einfach nur cool? Wer weiß, wer weiß.
Huch, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Ein bisschen. Das ist doch gar nicht flauschig genug. Nimm das sofort wieder weg, bevor es noch jemand sieht. Und weg. Ein bisschen gewalttätig, aber warum nicht? Hier brauche ich sowieso zwei Dinger für. Kann ich momentan nichts machen. Aber ich habe jetzt zum Rumexperimentieren, das ist doch schön. Vielleicht nicht hier. Aber hier. Mal schauen, was hier passiert, wenn wir ein Echsengetier auf die Bühne bitten. Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja nicht einmal bunt. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutzwäsche. Okay. Wie jetzt? Ist die Show einfach schon vorbei? Was für ein miserables Ende. Buh! Ach, Freunde, wir geben unser Bestes. Das ist auch so schon wachsig genug. Vielleicht sollte ich doch mal darüber nachdenken. In der Innentasche. Zu waschen. Was ist eigentlich... Können wir noch irgendwas machen? Als ihm der Sapsch geschmolzener Vergnüglichkeiten durch die Finger rann, musste er sich unwillkürlich fragen, ist das die Ironie des Schicksals oder nur ein weiterer Nebeneffekt eingeatmeter Plastikdämpfe? Beides, würde ich sagen. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Plastik schmelzen, damit können wir einen gewissen Rücken einwachsen. Wobei ich nie gedacht hätte, dass ich das mal in einem Computerspiel sagen und tun würde. Den Rücken einwachsen. Aua, aua. Ist das heiß? Geht schon. Schnauze, das muss so. Aua. So, fertig. Was hältst du davon? Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich glaube, ich habe mir bei der Prozedur eben einen Nerv eingeklemmt. Ich bestehe auf eine weitere Massage. Wenn du mich zum Heulen bringen willst, gleich hast du es geschafft. Da hat's für meinen... Kommst du jetzt endlich mit? Nein, ich aber dies... Ach, wo sind nur die Klonbediensteten, die sonst immer defekte Roboter ersetzen? Das ist eine gute Frage. Rückenhaar-Sample. Oh, ich meine, ne? Das... Da kann man doch... Also ich meine das. Ich meine das. Also... Warum eigentlich nicht, ne? Rückenhaare sind eine aussterbende Spezies. Silberrücken-Gorilla. Nein, Moment, ältester und den nehme ich bestimmt nicht nochmal in meine Datenbank auf. Letztes Mal hat sein Gencode meine Subprozessoren benutzt, um seine Fußdaten zu enttarnen. Naja, wir haben es versucht. So. Was soll ich mit diesem... Was soll ich machen? Ding erstellen ist ja schön, aber was... Dann, Kann ich sonst noch was machen? Nicht wirklich. Ja, und irgendwie müssen wir noch was zu essen zubereiten. Ist aus dem Mac Chronicle auch nichts. Nur mal theoretisch, könnte ich noch in die Fun-Zone jetzt, wo ich sowieso 10.000 Punkte habe? Ach, ich habe schon gespeichert. Ja, Quatsch. Ich bin untröstlich. Die Fun-Zone ist momentan aus Sicherheitsgründen gesperrt. Alles klar. Dann. Habitatring. Ausgestorbene Tiere, Textursamples. Einfach mal fragen, ne? Warum nicht? Und, kommt ihr voran? Ist das nicht egal? Stimmt. Ich will... Ach, ihr seid ja... Und,
Ach, Tanner, ich wünsch... Ach, ihr seid... Ich hätte noch mehr Muskeln. Wie wär's damit? Wie wäre es mit diesen Silberrücken-Gorilla-Rückenhaaren? Oh ja, das ist yes! hübsch. Und männlich ist es auch. So weich. Und edel. Außerdem ist Silber gerade voll in. Trotzdem irgendwie zeitlos. Dann ist es entschieden. Endlich. Hier, behalte diese Stoffproben. Danke. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Was haben wir da? Leo Zobelstreifen. Stinkmuffel. Die werden erstmal alle eingelesen, Freunde. Das könnt ihr aber wissen. Es geht langsam voran. Wurde auch Zeit, nachdem es so gestottert hat. Mittendrin. Scheiß Fun-Sound. Spaß am Arsch. Scanne DNA-Probe. Erkenne Spezies. Zobelstreifenbär. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Sicherungsdatasette. Ach, die müssen wir jetzt nehmen, ja? Das kriegen wir auch noch hin. Scannen die Brrr. Keine Spezies erkannt. Echt? Die Probe ist synthetisch. Ach, verdammt. War ja klar. Dann. Das noch. Scannen Brrr. Keine Spezies. Und. Wieder Niete. Scannen DNA-Probe. Brrr. Hey, hey. Das war meine Hand. Erkenne Spezies. Clown. Bitte, was? Du rubrizierst mich unter Clown-Klon? Ja. Update Datenbank und drücke Sicherungsdatasette. Das ist ja unerhört. Das war witzig. So, jetzt haben wir die Sicherungsdatasette von uns selber. Das heißt, wir können Klone erstellen. Das ist beim letzten Mal ja schon so, das hat schon so formidabel funktioniert. Diese scheiß Klonsache. Und ja, dreimal so viel Spaß, dreimal Rufus. Wir erinnern uns vielleicht. Okay, aber warum wird es dann wieder... Was soll das? Oder ist das vielleicht nur zum Testen, um zu schauen, was es ist? Und dann kann ich oben was damit machen? Vielleicht das. So, Datasette 3 war das. Das hier. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Das ist ja viel zu groß. So kann das doch niemand streicheln. Nimm es weg. Okay. Jetzt ist also Kombi. Diese Blutstropfen machen, stimmen mich ein wenig nachdenklich, aber gut. Probier es mal hiermit. Nummer 1. Nummer 3. Gemüt, Behaarung, Statur, Farbe. Okay. Also, Gemüt, vielleicht das hier. Ach, damit können wir es tauschen, okay. Gut, Behaarung, flauschig. Statur, klein. Farbe, pff, scheißegal. So vielleicht. Versuch. Dann probieren wir es nochmal. Oh, was soll das denn sein? Flauschig. Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Es ist schön flauschig, aber es ist kein Zobel. Ihm fehlen die typischen Zobelstreifen. Versuch's weiter. Also, das ist die Farbe quasi. Ja. Blutstropfen, Alter. Das geht nicht. Also, neuer Versuch. Moment, die schönen Streifen. Na gut, ob das jetzt mit Streifen, ich weiß ja nicht.
Weiß ich auch nicht, ob das jetzt die allerbeste Idee wäre. Das wird ein schönes Gerätsel. Das ist Seite 1. Genmanipulation ja, aber Rufus nein. Oh, ich habe ein bisschen was Angst. Was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Bist du irre? Ihm Fehlversuch. Die typischen Zobelstreifen. Nummer 1 und 3 vielleicht. Ah, das ist jetzt ist gestreift, okay. Aber jetzt müsste es ja wieder zu groß sein. Nehme ich an. Vielleicht. Oh. Oh. Ein Streich. Das ist doch nicht. War das Falsche. Was auf Tastatur 3 dann? Jetzt bin ich verwirrt. Hast du kaputt gemacht? Oh. Ein Stein? Das ist ja. So kann das doch nicht. Wie genau ist das jetzt schiefgegangen? Aha. Statue, dann machen wir es eben so. Und das ist Seite 3. Oh, was soll das denn sein? Ein Streichel. Das ist nicht. Warum hat sich schon wieder die Datasetten vertauscht? Das verstehe ich nicht. Mach eben Datasette 1 von mir aus. Oh, was soll das denn sein? Ein Streicheltier natürlich. Oh ja. Das ist genau richtig. Es ist flauschig. Hat Zobelstreifen und zu aggressiv ist es auch nicht. Welch Wonne! So, gehen wir jetzt. Danke, unbekannter elysianischer Bürger mit frappierender Ähnlichkeit zu unserem Klonbediensteten und Inspektor Cletus. Du hast einen alten Mann sehr glücklich gemacht. Davon verstehe heißt, ich was. Du kommst endlich mit zum Ältestenrat? Was? Natürlich, Junge. Sag einfach Bescheid, wenn du die anderen beiden überzeugt hast. Okay, können wir das wieder rausnehmen? Jetzt? Jetzt lass doch mal, ich habe viel... Streifen, sie sind klar. Gut, Mö. Auf jeden Fall geht... Jetzt lass dich okay, steuern. Ja, ist ja gut. Wenn wir das wieder reintun jetzt? Oh, oh. So, jetzt haben wir noch die anderen beiden. Vielleicht sollen wir uns wieder einen Clown herstellen. Und zack. Arme Statur passt, Behaarung läuft, Gemüt, Extremität. Das sieht auch gut aus. Dann probieren wir es mal mit Datasette 2 bei der Cocktailbar. Nein. Nein. Ja. So, mehr Clown als das geht überhaupt nicht. Was? Was soll denn das für ein Clown sein? Der ist ja gar nicht lustig. Ich habe mein Publikum enttäuscht. Ich fühle mich wie ein Bündel Schmutz. Okay, Moment. Nicht lustig, das können wir ändern. Er ist freundlich, aber nicht lustig. Das heißt... Moment. Ah, wird hier wieder gerätselt. Also... Ne, den wollte ich überhaupt nicht. Nein, ich will sie rausnehmen, verdammt! Und das Seite 1 und 2. Das können wir also vertauschen.
Dann kriegst du wieder die 1. Nein, Moment. Dann kriegst du die 3. Nein. Das ist ganz knapp daneben. Verdammt, war's doch die 1? Darf. Was? Ist das Settenfach? Ja. Oh. Perfekt. Dann kriegst du was Lustiges. Ich meine, wir machen erstmal den und dann die 2. Ich will nur mal schauen, was passiert. Was soll denn das für das? Ich habe mal. So, neuer Versuch. Jetzt aber wirklich, ich dachte, es hätte 2. Bravo! Großartig! Da Capo! Da Capo! Ich wusste, dass ich das Zeug zum Erfolgsproduzenten habe. Und dabei habe ich noch nicht mal damit angefangen, Urlaube zu streichen. Okay, und das bringt jetzt was?